Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Arena. Ja, wir sind hier immer noch in diesem Lavaminen-Ding hier. War ja das bisher auch die Lava und so weiter irgendwie irgendwas Geiles finden, muss ich sagen. Aber ich habe so die Befürchtung, dass wir ohne Feuerschutztränke oder sowas hier nicht weiterkommen werden. Weil wir schon alleine hier einen großen Bereich haben, wo wir nicht hin können. Da können wir nicht einfach so rüberspringen. Ah, hier ist keine Lava. Okay, hier können wir runter. Okay, wo geht's jetzt hin? Alter, ging das aber weit runter. Haut der auf mich ein? Aber gut, dass er jetzt nicht an mich rankommt. So, nice, den haben wir. Der hat nichts. Bringen wir mal da hoch. Was heißt hoch? Also darüber. Ja, geht auch. Gehen wir mal Richtung Norden irgendwie wieder zurück. Weil hier fehlt uns jetzt jede Menge. Wegen diesem Tunnel. Da! Ach du Scheiße. Schnell hier. Heal True. Kommen wir so an den ran? Schnell wieder Heal True. Komm, geh kaputt. Ja, geh einfach kaputt. Ja, haben wir den. Der hat nichts. Aber jetzt müssen wir wieder heilen. Healing. Und Shift. Hallo? Shift J. Oh, noch einer. Schnell wieder heilen, 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 heilen. Heilen. Oh, mies mit den Steingolems. Jetzt ist hier noch einer. Oh nein, 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 nein. Ganz schnell wieder heilen. Alter, die Steingolems. Warum sind hier so viele? Digga, die nehmen mich alle hier auseinander. So, 144 Gold immerhin. So, wo sind wir jetzt? Okay. Hier geht es nicht wirklich weiter. Fast wäre ich da reingesprungen. Ah, hier geht es auch noch weiter. Nicht reinfallen. Oh, ich habe hier richtig Angst, so irgendwo runterzufallen aus Versehen. So, Shift J. Wo sind wir jetzt genau gelandet? Ah, wir sind wieder hier. Krass. Ein ganz langer Gang, einfach nur mit jede Menge Lava. Gehen wir jetzt mal hier rum.
Around you lie pools of seething lava, welling up from deep below and realizing their gazes into the air, which just seems tainted but breathable. Okay. Geht's da? Ah, das führt im Kreis, okay. Shift J. Ah, gut, hier kommen wir weiter. So. Na, wir gehen mal darum, erstmal. Oh, hier muss man wirklich ganz vorsichtig sein. Wie viel Lava hier ist. Fallen wir einmal rein, ist. Da werden wir es nicht versuchen zu springen. Dann springen wir lieber hier rum. Ganz knapp. Wollen wir es so nochmal versuchen? Okay, hat auch funktioniert. Bringt aber auch nirgendwo hin. Super. Ja. Wo sind die Spinnen? Ah, da hinten. Das sind aber auch ganz schön viele Spinnen dieses Mal. So. Ja, oh, hier ist es aber echt gefährlich rumzulaufen. So viel Lava. Aber ich will hier hin. Ich will wissen, was hier ist. Hier haben wir ja schon einen Rand erreicht. Hier aber nach Süden noch nicht. Im Westen weiß ich auch noch nicht, wo Ende ist. Wohl scheint hier schon irgendwo zu Ende zu sein. Frage ist nur, wie weit geht's denn? Und wo finden wir jetzt diese Rolle, die wir finden müssen? Shift J. Ach, puh. Ich dachte schon, ich falle rein irgendwo. Ah, geil. Und ein Amulett. Aha. Ich würde sagen, hier machen wir vielleicht mal ein Safe Game auf die 3. Denn es kann immer passieren, dass man aus Versehen reinfällt. Der hat nichts. Und hier ist nichts. Nicht mal ein Geheimgang. Ich hoffe, ja, wir haben es geschafft. Aber ich muss sagen, ich feiere das gerade hier. Weil das ist jetzt mal was anderes. Hier muss man vorsichtig sein. Hier kann man nicht einfach so losstürmen wie in den anderen Dungeons. Wir gehen mal hier rum. Hier ist nichts. Ah, hier haben wir einen Schatz.
Ja, noch ein kleines bisschen so. Shift J. Okay, wo war die Spinne? Ihr habt die Spinne doch auch gehört, oder? Irgendwo war eine kleine Spinne. Kann man da einfach jetzt... Ah, nicht ganz. Das ist ein bisschen weiter so. Dann können wir Shift J. Okay, der Teil fehlt uns noch, dann gehen wir nochmal zurück dahin. Okay, hier gibt es auch nichts. Alter, hier ist alles nur mit Lava. Gehen mal. Ich wollte jetzt erstmal Richtung Süden laufen. Gibt es da hinten was? Kann ich nicht erkennen. Ja, sieht so aus, als wäre da eine Wand. Sieht aus, als wäre da nur eine Wand. Gehen wir hier wieder rein. Gehen wir hier rum. Dann gehen wir mal hier rum. Ah, geil, wieder ein Schatz mit Bracelet. Nice. Irgendwo haben wir wieder einen Steingolem. Wir gehen erstmal hier Richtung Süden. Der schon wieder. Einmal hier Healing. Nochmal. So, kaputt gemacht. Hier haben wir einen Weg. Ich muss ehrlich sagen, das ist einer der wenigen Dungeons, die ich gerne nicht bis zu Ende erkunden will. Ach. Jo, schnell heilen. Heal True machen wir. Dann müsste hier irgendwo... Ja. Hier rechts. Yeah, you see the shaft that leads down to another level. You enter the bowels of the mines, aware that all around you lie creatures that have come to call this forsaken place their home. Hm, ja, okay. There is an absence of light in the area, only adding to the forlorn feeling of abandonment. Ja. Hier ist eine Kerze. Kann es sein, dass wir vielleicht den Kerzen folgen müssen? Hier ist wieder eine Kerze. Ach so. Jetzt ist die Frage, müssen wir hier bleiben oder irgendwo weitergehen? Hier ist wieder eine Kerze. Das heißt, den Kerzen folgen. Digga, der hat mir schon ein halbes Leben weggeschlagen. Nein, Alter! Alter!
Was war das denn jetzt? Hier, wir hatten 4, glaube ich, gehabt, oder? Nein! Warte, dann müssen wir... Load Game. 3 war das. Ne, der ist egal. Wir müssen Richtung Süden. Süden hatten wir gehabt. Das heißt Richtung Süden. Ah, nicht in die Lava. Hier war es nicht. Hier scheißen wir mal auf die Schätze. An sich, ich feiere Lava. Alles, was mit Lava gemacht wird und so weiter, so eigene Flüsse und so was sehen, finde ich irgendwie geil. Hat irgendwie was. Ist auch falsch. Aber hier, ich fühle mich so unsicher, so unwohl und so schwach. Viel zu schwach bin ich hier. Genau, da haben wir den wieder. Da möchte ich irgendwie dieses Gebiet hier so schnell wie möglich hinter mir haben. So, der hat nichts. Genau, und jetzt hier wieder rechts. Nein, weg mit den Höllenhunden. So. Und dann machen wir hier nochmal einen kleinen Safe Game auf die 4. Und nochmal Heal True. Dann wollen wir hier nochmal durch. Und den Lichtern folgen. Genau, und da machen wir den kaputt. Alter, der trifft mich sogar trotzdem bis hierhin. Schnell Heal True. Und nochmal Heal True. Wo ist der andere? Ach, da hinten! Wie soll ich an den da rankommen? Okay, der ist weg. Nochmal ein bisschen heilen. Und Shift J. Die ganze Zeit aus Versehen K. Hier haben wir ja die Kerze. Jetzt ist die Frage, wo müssen wir hin? Hier wahrscheinlich nicht. Dann wahrscheinlich da, wo der Geist war. Wir müssen den Kerzen folgen. So viel habe ich mitbekommen. Auch nicht, hä? Oben voll mit Lava, hier alles voll mit Dunkelheit. Obwohl, hier haben wir wieder eine Kerze. Ich bin aus hier. Steingolem irgendwo auf. Aber ich muss sagen, hier unten fühle ich mich wohler als oben. Alter, da ist auch noch ein Labyrinth. Oben ist auch noch mal ein Labyrinth. Natürlich. Geh kaputt. Oh nein, 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 nein. Gleich 2 Stück. Jetzt.
Und heilen. Und heilen. Geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt. Boah. Alter. Heil mal vollständig. Alter, was? Die Heiltränke sind echt für den Arsch. Ja. Überlebt. Kleines Safe Game. Auf der 2. Weil wir bis hierhin geschafft haben. Und nochmal. Healing. Alter. Die Heiltränke sind wirklich richtig scheiße manchmal. Und jetzt ist die Frage, wo müssen wir hin? Toll, jetzt fall ich runter. Ich würde sagen Richtung Süden mal. Da hinten ist wieder eine Kerze. Das heißt, da müsste schon mal eine Wegrichtung sein. Wo ist denn der... Ach nö. Nein. Okay, wir haben auf 2 gespeichert gehabt. So, wo sind wir? Hier. Wir müssen aber Richtung Süden. Geht er jetzt auch mal hoch? Achso. So, dann nochmal. Genau, Healing. Shift J und nochmal U. Healing und Healing. Alter. Nochmal Healing. Alter. Was soll denn das? Alter. Genau übertreibt. Da ist noch einer. Schnell. Alter, nein. Was soll denn der Scheiß? Oh. Okay, den haben wir auch schon erledigt. Komm, geh hoch, geh hoch, geh hoch, geh hoch, geh hoch. Schnell heilen, 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 heilen. Heal true. Und nochmal heal true. Digga. Wer ist hier? Hier ist noch einer. Schnell weg. Alter. 4 Steingolems waren das dort. 4 Steingolems. Alle kämpfen da mit so diesen Elektro-Dingern. Oh. Zum Glück bin ich da jetzt weg. So. Jetzt will ich wissen, wie viele Heiltränke haben wir noch? 62. Das ist schon super, ne? Ring of Shielding können wir ja nicht mehr. Aber sind schon mal bei 2 Millionen. 5,2 Millionen kann man schon fast bald sagen. Was Erfahrungspunkte angeht. So, jetzt müssen wir aber... Nee, das ist falsch, der Weg da. Alter, was hab ich hier für einen beschissenen Weg ausgesucht?
Man ging so viele Steingolems auch noch. Gegen die Skelette habe ich kein Problem. So, nochmal heilen. Jetzt sag mir bitte nicht, hier kommen wir nicht weiter. Aber nein, ich muss dahin wieder zurück. Da, wo der scheiß Steingolem war. Und einen anderen Weg suchen. Hier kommen wir nicht weiter. Nein. Oh, nee. Wie schon erwähnt, ich will nicht mehr. Weiß nicht warum, aber wegen diesen Viechern hier will ich nicht mehr. So. Nochmal Heal True. Ich glaube, wir müssen vielleicht ein paar Mal in Richtung hier, Kristallturm gehen. Jo. Wir haben ihn gefunden. This body is obviously... Das ist er. Das ist dieser Typ. Okay, also hier sind wir richtig. Dann machen wir hier einen neuen Safe Game auf die 2. Okay, hier rechts rum müssen wir. Ah, da ist der nächste. Oh, heilen, schnell. Mich nicht kaputt hier. Warte, vielleicht Heal True besser. Und jetzt Healing und Healing. Digga, wie viele Höllenhunde hier jetzt sind. Alter, und dieses Gedonnere soll jetzt aufhören. Wer kam auf die beschissene Idee, dieses Düng, 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 Düng hier reinzubringen? Wer kam auf diese verschissene Scheiß-Schrott-Idee? Sorry, wenn ich mich so auf... Und da haben wir schon wieder. Jo. Wir gehen da mal nicht hin. Oder vielleicht hier rum. Ich habe das Gefühl, wir müssen hier unten, also irgendwo hier unten sein, bleiben. Weil wir hier unten auch den lieben Herrn von zu Priester gefunden haben. So, Healing. Nochmal Healing. Alter! Die Heiltränke sind auch allesamt Glücksspiele. Endlich wieder ein Level up. So, dann wollen wir hier nochmal hier reinballern.
Das heißt, 5 fehlen uns dann noch, damit wir hier Maximum machen, also 100 sind. So. Machen wir hier nochmal ein Safe Game auf die 2. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.